Ja, wir haben hier im Kabinett zum Main einen Multi-Touchscreen installiert, der eine etwas andere Art des Umgangs mit unserer Sammlung ermöglicht, nämlich eine Auswahl, die man treffen kann aus verschiedenen Themen. Nach eigenen Interessen kann man sich jetzt einfach mal so aussuchen. Ich wähle mal das Thema Gesellschaft. Und dann öffnen sich verschiedene Fragen. Fragen, die überhaupt nichts auf den ersten Blick mit unserer Sammlung oder mit Kunst zu tun haben. Zum Beispiel hier, wie tolerant soll ich sein? Und das ist eine Frage, die man sich ja stellen kann. Man ist immer gerne tolerant, wenn man das vor anderen behaupten kann. Und man kennt aber auch so die Unschärfen im Leben, wo man dann auch manchmal an die Toleranzgrenze kommt. Und jetzt öffnen sich aber statt Antworten, öffnen sich Abbildungen unserer Werke, ganz unterschiedliche Werke, eins groß und verschiedene klein. Ich kann mir das jetzt also mal ranholen und kann mal gucken, was ist hier eigentlich drauf. Und dann ist da so viel drauf, dass ich erstmal denke, das ist mir zu klein, also mache ich es mir mal groß und guck mal, was ist da im Einzelnen dargestellt. Dann interessiert mich, wenn ich das so halbwegs gesehen habe, da sind viele Menschen, dann gucke ich mal, wer hat das eigentlich gemacht oder was kann man dazu sagen. Und dann sehe ich, aha, Marktstück mit Christus und der Ehebrecherin. Und dann denke ich, ach, das ist ja interessant. Also vielleicht hat das mit dem die Frage des Ehebruchs oder nicht, hat natürlich auch mit meiner eigenen Moralvorstellung zu tun. Und dann kann ich mich aber auch fragen, aber trotzdem, von Ehebruch sehe ich hier gar nichts. Ich sehe hier eigentlich vor allem ganz viel Obst und Gemüse und so weiter. Und vielleicht bin ich auch durch diese Abbildung angeregt, jetzt hier weiter in der Sammlung umherzugehen und zu schauen, wo finde ich denn das Bild im Original? Denn auch das ist hier angegeben. Ich brauche also nur in der Abteilung Alte Meister in den Raum 5 zu gehen. Und dort kann ich mir das Werk im Original angucken, was wir natürlich auch wollen. Und kann mir dort auch weitere Informationen geben lassen, weil dort Labeltexte sind und Saaltexte, die noch mehr über das Werk erklären.